So, geschätzte Frau Präsidentin, werter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe mir das jetzt angeschaut, ich habe für 5 Redebeiträge nicht einmal 40 Minuten in Anspruch genommen. Also habe ich jetzt nur viel Zeit. Nein, das ist ein Scherz. Ich werde auch für den 6. Redebeitrag, glaube ich, werde ich dann insgesamt für heute unter 45 Minuten auf jeden Fall bleiben. Ich möchte nur kurz erklären, warum auch wir Freiheitlichen mit diesem Gesamtpaket bei der Dienstrechtsnovelle mitgehen können. Ja, also das ist sicher nicht unser Wunschentwurf gewesen. Wir haben auch im Nationalrat diverse Entschließungsanträge eingebracht. Also einerseits betraf unser Anliegen nämlich auch, dass man vielleicht sich einmal überlegt, es besteht ja schon ein Gesetzespaket, das noch von Türkis-Blau erarbeitet wurde, aber dann einfach nicht weiter verfolgt wurde. Das betrifft die bessere Unterscheidung zwischen dem Exekutivdienst und dem Verwaltungsdienst, weil einfach hier sehr sachliche Regelungsunterschiede bestehen. Das wäre ein Anliegen von uns gewesen, ist leider in diesem Entwurf nicht enthalten. Weitere Entschließungsanträge, die leider von den Regierungsfraktionen der ÖVP und von den Grünen im Nationalrat abgelehnt wurden, betrafen die Erhöhung der Attraktivität der Polizeiausbildung sowie auch Neuregelungen und Klarstellungen im Gesetz zu den dienstrechtlichen Belehrungen und Ermahnungen, die einfach sozusagen Willkürentscheidungen von Vorgesetzten ein bisschen hintan gehalten hätten. Das kann man ja vielleicht mal anregen. Es muss ja nicht immer von uns dann der Antrag kommen. Wir sind ja auch nicht beleidigt, wenn Sie eine gute Idee von uns aufgreifen und das dann als Ihres vermarkten. Das gehört, glaube ich, zum politischen Geschäft dazu. Das wäre nicht das erste Mal, dass es so ist. Wie gesagt, wir stimmen dem Gesetzespaket deshalb vor allem zu, weil es ein Schritt in die richtige Richtung ist, so wie es heute mein Kollege Johannes Hübner auch einmal gesagt hat, bei einer anderen Materie. Wir sind sicher nicht mit allen Punkten einverstanden, aber ich meine, ich nenne jetzt nur beispielhaft, es ist eh schon sehr viel gekommen, die bessere Anrechnung von Überstunden als einen wesentlichen Punkt, wo wir sagen, das sind Verbesserungen für die Beamtinnen und Beamten in unserem Land, für die öffentlich Bediensteten, die wirklich großartige Arbeit tagtäglich leisten. So, damit habe ich hoffentlich meine Redezeit nicht überschritten. Haben